Hello, ich freue mich, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit schenkt, denn ich bin jemand, der noch wirklich quer denkt, jemand, der nicht wie ein dummes Schaf zur Schlachtbank trottet und der nicht daheim beim Warten auf die Impfung verrottet. Denn ich weiß, dass dieser Corona-Mist eh nicht viel schlimmer als eine Grippe ist und selbst die Grippe, bekannt ist das allen, ist in diesem Jahr tatsächlich ausgefallen. Na und die, die wirklich an Corona sterben, könnte man mit 120 Jahren auch gehen lassen und entlastet nebenbei auch der Rentenkassen. Freunde, ich tat bei Zeiten kapieren, man will uns durch die Pandemie nur besser kontrollieren und uns durch die Impfung die Chips von Bill Gates injizieren. Und es ist auch kein leeres Geschwätz, dank der Digitalisierung haben die Chips bald auch überall Netz. Da bekommst du als Bürger voll die Wut. Und als Schutzkleidung helfen tut nur noch der Hut. Die Maskenpflicht im ÖPNV dagegen macht echt beklommen. Denn woher soll man in der Provinz dieses ÖPNV nur herbekommen? Selbst Firma Wilhelm als lokaler Bestatter hält meine Ansicht nicht für bloße Hetze, denn Maskenverweigerung sichert dort nachhaltig Arbeitsplätze. Auch die 15-Kilometer-Beschränkung haut für uns Stadt Ilmer nicht hin, denn Bockarmst liegt in dem Radius leider immer noch drin. Und auch über die anderen Corona-Regeln wird bei uns nur gelacht, weil man die ja sowieso zwischen 20 Leveln Candy Crush macht. Und dass die Corona-Warn-App zur Überwachung genutzt wird, das sind nicht bloß leere Thesen, das könnt ihr nämlich alle auf Facebook nachlesen. Mich kann sie einmal, diese ganze Brut. Ich schütze mich durch den Aluhut. Ich halte keinen Abstand und auch nicht die Gusch. Hey Siri, komm spiel ein Tusch. Ich habe Tusch auf Apple Music nicht gefunden. Sogar die Politik erkennt uns für das System als große Gefahr. Denkt nur an die Demo-Verbote gegen uns im letzten Jahr. Ach Freunde, ich könnte da Bände schreiben. Allein wegen dem Verbot der Demo in Berlin mussten 700 Milliarden Teilnehmer von uns zu Hause bleiben. Stattdessen will man uns hier im Lockdown halten und mit der Impfstrategie auch noch spalten. Die Strategie ist doch sowieso schmu, denn täglich kommen zur ersten Prioritätengruppe mehr Arztschärfe als Geimpfte dazu. Und die wenigen Geimpften, das ist die Schmach, sind der Versuchskarnickel vom Klabauterbach. Auch Homeoffice macht nur die Wirtschaft und nicht der Staat, denn der hat für sich nämlich eine Ausrede parat. Die Beamten im Finanzamt treten jeden Tag vor Ort im Amt an, weil man Kühe nämlich vom Homeoffice aus nicht melken kann. Nur ein Gutes hat der Lockdown und der ganze Mist, denn du vermeidest mit deiner Frau diesen leidischen Zwist, den du sonst ertragen musst und zwar mehrmals im Jahr. Weil du wieder nicht gemerkt hast, dass er beim Friseur gewesen war. Ihr glaubt wirklich noch, die Freiheit fängt nach Valentinstag wieder an? Nein, Freunde, das dauert bekannterweise bis kurz vor Ramadan. Ich tat nämlich ganz schnell kapieren, dass die Lockdown-Regeln schneller als die Viren mutieren. Mich können sie einmal, diese ganze Brut. Ich schütze mich durch den Aluhut. Ich halte keinen Abstand und auch nicht die Gusch. Alexa, komm, spiel ein Dusch. Ich konnte keine Karnevalsdusch-Songs auf Spotify finden. Seit neuestem erwischte mich auch dieser Beschiss, denn meine Firma schickte mich hier ins Homeoffice. Die tun darüber sehr positiv sprechen, ganz klar, denn jetzt muss ich für Strom und Heizung auf Arbeit selbst blechen. 3 Tage nicht duschen, Ravioli essen, Musik hören und immer ein in Tee. Freunde, Homeoffice ist wie ein Festival, aber nicht wirklich so schön. Da buckelst du nun in den eichenen 4 Wänden wie ein Knecht. Nicht funktioniert und die Kantine ist schlecht. Das Ganze funktioniert dann auch unangenehm im 3x8-Stunden-Schichtsystem, weil nämlich auch Frau und Kind mit mir zusammen im Homeoffice sind. Mindestens 100-mal am Tag wird dann wie ein Kesselflicker geflucht, weil wieder einer in dem Chaos Nackte sucht. Und trotz aller Maßnahmen sitzt du bald in der Falle, denn spätestens wenn es heißt, Klopapier alle, dann musst du hinaus in die kranke Welt und tauschst mit viel Glück für einen sauberen Hintern dein Geld.
Doch mit Corona steckt man sich da nicht an, da kann man frohlocken. Das bekommen nur die, die im Altersheim den ganzen Tag mit FFP2-Masken rumhocken. Mich kann sie einmal, diese ganze Brut. Ich schütze mich durch den Aluhut. Ich halte keinen Abstand und auch nicht die Gusch. Okay, Google, komm, spiel ein Dusch. Entschuldigung, CW ist in deinem Land nicht verfügbar. Ach, schön war der Sommer mit seiner Schulpflicht. Und der Käschel ging zum Präsenzunterricht. Jetzt bleibt er auch mit in den vier Wänden drin und macht seit neuestem Homeschooling. Mit seinem Lehrer kann er allerdings nicht kommunizieren, weil die angebotenen Lösungen halt nicht funktionieren. Und die funktionierenden Lösungen darf der Lehrer nicht nützen, weil die nämlich nicht alle Daten schützen. Na klar, das wäre ja auch großer Mist, wenn mangels Datenschutz rauskommt, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Und tut dieses System noch ein bisschen so laufen, dann haben wir bald eine Generation von Corona-Doofen. Und dann tut das System gut funktionieren, denn ein dummes Volk lässt sich halt leichter regieren. Mich können sie einmal, diese ganze Brut. Ich schütze mich durch den Aluhut. Ich halte keinen Abstand und auch nicht die Gusch. Hey Käschel, komm, spiel ein Dusch. Ach, Papa, ich bin beschäftigt. Zum Schluss, ihr lieben Leute, teile ich mit euch eine Freude. Ich habe nämlich genug geflucht und mir für den Sommer einen schönen Urlaub gebucht. Es geht weit weg in die Ferne, unter unbekannte Sterne. Deswegen kann ich jetzt hier nicht weiter schimpfen, denn ich muss zum Hausarzt mich gegen Tropenkrankheiten impfen. Und Freunde, mein Geldbeutel ist schmal, wie lang es den Impfstoff dafür gibt. Und ob man den verträgt, das ist mir doch egal. Zur Einreise benötigt man auch ein Visa. Darum registriere ich meine Daten schnell noch beim NSA. Und auch im Flieger setze ich ausnahmsweise die Maske auf. Das ist doch mein Urlaub, da freue ich mich drauf. Das Fliegen Chemtrails erzeugt ist dann halb so wild, weil das die Leute dann unter mir killt. Auch will ich im nächsten Jahr mit euch wieder Karneval feiern, das ist mal klar. Drum ertrage ich das jetzt wie Frau, Kind oder Mann, und zwar, weil ich es kann. Deutschland ist noch immer das Land der Dichter und Denker und nicht das der nicht ganz dichten Querdenker. Mich kann sie einmal, diese ganze Virenbrut. Hauptsache es klappt wieder mit dem Leben, dann geht's mir gut. Dafür halte ich jetzt Abstand und nicht die Gusch. Hey Bent, komm, spiel mal wieder im Dusch.